Hi, lass uns heute über die Flächenträgheit und Biegewiderstandsmoment sprechen. Was ist der Unterschied? Die Spannung, die Biegespannung oder beziehungsweise die Spannung infolge der Biegung kann man ja zweierlei berechnen. Die meisten kennen diese Gleichung M durch WB, das heißt Moment durch Biegewiderstandsmoment. Und dann bekommst du die Spannung. Es gibt aber auch eine andere Gleichung, und zwar M durch J und dann multipliziert mit Z. J ist die Flächenträgheit. Also, bei M durch WB bekommst du immer den maximalen Wert der Spannung. Das ist WB ist quasi umgekehrt proportional zu der Spannung. Bei M durch J mal Z bekommst du abhängig in der Abhängigkeit von dem Wert Z eine Spannung. Das heißt, wenn Z 0 ist, dann ist es exakt in der Neutralphase. Und da ist auch die Spannung 0. Gehst du mit Z ins Positive, je nachdem wie rum das Moment dreht, positiv oder negativ, bekommst du positive oder negative Spannung. Gehst du ins Negative, bekommst du umgekehrte Spannung. Im Grunde ist dieses, wenn man es richtig macht, M durch J mal Z das Genauere. Da kannst du über alle Bereiche die Spannung berechnen, Zug- oder Druckspannung unterscheiden. Natürlich kann ein Ingenieur, der Erfahrung hat, einfach sich das Bauteil anschauen und sagen, okay, es biegt so rum, dann muss oben Zug sein, unten Druck ist doch klar, was brauche ich da genauer zu berechnen. Ist auch okay. Vielleicht ein Tipp für dich. Flächenträgheit ist proportional, entspricht nicht, aber ist proportional zu der Steifigkeit deines Balkens oder deiner Welle, deiner Achse, was du auch immer berechnet hast. Das Biegewiderstandsmoment ist hingegen proportional zu der Spannung. Übrigens, hast du schon mein Kanal abonniert? Ja? Und wenn ja, ist gut. Wenn nicht, mach das. Und hast du dir schon mal mein Seminar angeschaut? In der Videobeschreibung gibt es einen Link dazu. Es geht um technische Mechanik und Dynamik für Praktiker, Grundlagen, aber auch praktische Anwendung. Und in der Videobeschreibung gibt es auch einen Link, wo ich in einem Video etwas mehr darüber erzähle und warum das keine Katze im Sack ist, die du da kaufst. Abonniere den Kanal und bis dann.